Hallihallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einem neuen Bedtime-Video hier auf meinem Kanal. Ja, mal ein bisschen was anders. Es ist zwar nach wie vor Call of Duty, aber es ist kein klassisches Bedtime-Video im Sinne von, ja, wir spielen und labern dazu, sondern es ist ein gutes, altes, klassisches Gameplay-Commentary. Und auch nicht MW2, sondern MW3. Und ja, das war einer der ersten Runden überhaupt, die ich seit, ich würde fast sagen, 3 Jahren gespielt habe oder sowas. Ihr seht auch hier momentan mich gerade einfach nur darstellen. Das liegt daran, die Capture-Funktion von Call of Duty Modern Warfare 3 nimmt quasi nicht auf, wenn du irgendwas an den Einstellungen änderst. Und ihr habt gesehen, ich habe da gerade ein bisschen rumgeschaut. Ich habe nämlich die Sensibilität umstellen müssen, weil es vorher viel zu langsam war. Jetzt habe ich dann festgestellt, es ist eigentlich doch ein bisschen zu schnell gewesen, was ich jetzt da umgestellt habe. Das heißt, ich bin jetzt gerade wieder nochmal in den Einstellungen drin und ändere das Ganze. Habe hier allerdings somit ganz coolen Volltreffer mitnehmen können. Haben hier auch schon somit unseren zweiten Kill jetzt hier. Sehen hier unten nochmal einen rumlaufen. Haben hier dann eine 3-Punkte-Serie und unsere erste Aufklärungsdrohne für diesen Tag. Und es sollte dabei auch nicht die letzte bleiben. Oder dabei auch nicht die letzte bleiben. Sein, was auch immer. Hier holen wir uns dann leider einen schmerzhaften Tod. Das wird auch dann später nochmal öfters dazukommen. Oder mehr dazukommen. Allerdings muss ich sagen, hier die Anfangsszene war eigentlich wirklich ganz cool. Wir schmeißen hier mal kurz den Sendtex und holen uns diesen Typen hier dann allerdings so. Und dann können wir hier richtig schön durchziehen. Gleich mal 2 Gegner da vorne auf einmal gekillt. Und ihr seht auch schon oben, schnelles Ziel pro 1 und so weiter. Fordern sie 5 Drohnen an. Ihr seht also wirklich, das ist eins der ersten Games überhaupt. Ich habe damals MW3 auf der Xbox 360 mit damals quasi vorbestellt gehabt und gekauft. Hier mache ich einen schönen kleinen Fehler. Hier habe ich geschossen und dann will ich oben rum. Und ja, war einfach zu langsam für den. Ja, was ich eigentlich sagen wollte eben, ich habe mir MW3 damals für die Xbox 360 geholt. Da eben nicht viel besonders viel gespielt. Das hier ist jetzt alles auf dem PC aufgenommen. Mit einem schönen Assi hier mit der Pistole vorübergegangen, wieder auf die M4 und dann den hier geholt. Genauso wie den hier. Dankeschön, Zoltan. Dieses Gameplay ist jetzt hier auf dem PC entstanden. Ich habe mir irgendwie für 6 Euro dann einen Steam Key geholt. Unter anderem auch für einen Weißbierschiss, also für einen Homodomodon. Den solltet ihr auch ab und zu mal sehen unten links, dass er mal ja, stirbt oder vielleicht auch mal einen Kill macht. Hier weiß ich schon, dass da ein Gegner ist. Leider war ich da ein bisschen zu unvorsichtig und somit bekommt der mich dann. Den hier nehmen wir schön mit und versuchen dann noch ein bisschen mehr rauszuholen. Denn wir sehen da auf unserem Radar, dass hier richtig was los ist und können hier auch richtig schön gleich wieder 2 mitnehmen. 3er auf Klärungsdrohne sozusagen wieder freigeschalten. Richtig schön. Und hier sehen wir auch schon wieder den nächsten. Das ist eher ein bisschen, bisschen witzig, weil ich wollte den dann hier fangen. Dann sehe ich hier noch einen. Und dann hier Katze und Maus um den Pfosten rum. Und er hat leider besser reagiert und gemessert. Und ich habe dann, ihr habt es gerade gesehen, ich habe gerade selber versucht, wie man eigentlich messert, weil ich nicht mehr wusste, wie es bei der Steuerung war. Ja, das kann schon mal vorkommen. Wie gesagt, das war eins der ersten Matches überhaupt. Hier auf dem PC, dass ich da gespielt habe. Und ich muss aber echt sagen, ich war da echt ganz zufrieden. Ihr seht hier, jetzt räume ich hier gerade ein bisschen ab. Ganz schön knapp zwar mit dem Typen hier, aber schön gemessert und haben hier auch wieder eine Aufklärungsdrohne, die wir natürlich wieder raushauen. Und können hier dann sogar, obwohl wir noch relativ bluten sind, noch den nächsten holen und haben uns hier somit eine Aufklärungsdrohne verdient. Versuchen hier noch ein bisschen Long Fire Ring zu machen. Allerdings nicht wirklich was dabei rumgekommen. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, wir haben hier eigentlich einen Kumpel von uns und in dem Moment, wo ich die Predator ziehe, kommen genau da 2 Gegner her und ich habe mir gedacht, okay, ja, doppelter Abschuss, allerdings gehe ich dabei selber drauf. Ist okay, hätte man vielleicht ein bisschen besser lösen können. Trotzdem, glaube ich, war das ganz nice, weil eigentlich mich hat es gewundert, dass ich überhaupt noch gelebt habe, muss man ganz klar so sagen. So, jetzt hinter mir ist gerade mein Kumpel gestorben, das heißt, da ist einer und ich mache diesmal den Fehler, ich möchte ihn messern. Allerdings, ja, bisschen zu früh reagiert und somit, ja, zu früh gemessert. Der Gegner ist nicht weit genug gelaufen. So eine Freiheit. So, jetzt hat, schauen wir mal, was wir hier wieder allerdings reißen können. Holen uns hier erstmal den da. Sehen da drüben noch einen. Und ich dachte, er ist weg und wir bekommen ihn nicht mehr und habe mich weggedreht. Er hat uns allerdings erkannt und somit haben wir da ein bisschen gefällt. Und das muss ich jetzt sagen, das war jetzt hier auch eher dann so die Zeit in diesem Match, wo ich ein bisschen lazy, ein bisschen, ja, nicht so wirklich konzentriert mehr war. Und leider doch
ein, zwei Deaths zu viel, muss ich sagen, mitgenommen habe. Das hätte man eigentlich vermeiden können. Hier, den habe ich relativ cool noch bekommen. Da habe ich einfach blind reingeholten. Gehalten. Man muss nämlich auch sagen, ich habe nämlich kein Eiskalt. Das heißt, der Hubschrauber, ihr merkt es gerade von oben, der bolzt mich richtig da an. Ich sehe, da ist irgendwo hier einer, aber ich sehe ihn nicht. Und dass ich wirklich rausgehen kann, ich auch nicht, ohne eine Deckung zu haben von den Gebäuden. Sehe jetzt aber hier wieder einen roten Punkt, der von oben runtergesprungen ist. Und hole mir hier somit meinen 25. Gegner mit dieser Waffe ab. Und das ist doch dann auch schon mal ganz gut. So, den hier holen wir auch wieder eine Drohne. Ich glaube, das müsste die 6. sein oder sowas gefühlt in diesem Match. Und schauen jetzt einfach mal, wo kommen die Gegner? Wir sehen eher da drüben so ein bisschen rote Punkte. Mittlerweile wurde der Hubschrauber zerstört. Hier war ein Gegner, ist allerdings wieder weg. Das heißt, der müsste eigentlich von der hinteren Seite kommen und den holen wir uns natürlich auch. Jetzt kommt ein Luftschlag. Wir versuchen uns hier ein bisschen aus der Schussbahn zu begeben, was uns auch ganz gut klappt. Und schauen jetzt einfach mal, wo die ganzen Gegner sind. Ihr seht da hinten jede Menge rote Namen, aber auf die Distanz, das ist einfach... Ja, das klappt einfach nicht. Wir haben weder ein gescheites Visier drauf noch sonst was. Das heißt, wir müssen uns da ein bisschen näher vorarbeiten und probieren das jetzt auch, indem wir hier einmal quasi näher uns langsam rantasten. Jetzt sehen wir auf dem Radar, dass jede Menge rote Punkte da drüben sind und da möchte ich natürlich mitmischen. Jedoch, meine Teammates, muss ich sagen, waren da vorne ganz gut unterwegs und ich habe dann leider nicht nach hinten aufgepasst und somit wieder einen sehr unnötigen Tod kassiert. Ja, wie gesagt, erste Match für MW3 und trotzdem war eigentlich ganz gut gelaufen. Hier, das muss ich sagen, war eine richtig geile Aktion von mir. Den einen habe ich relativ gut bekommen, den anderen habe ich gut gehittet mit der Semtex und dann schön von der Seite ihn übernommen. Ich dachte eigentlich, dass die Semtex das Auto sprengt, aber das Auto war schon kaputt, von dem her. Naja, so, jetzt würde ich sagen, machen wir nochmal ein bisschen einen kleinen Endspurt, holen uns hier den nächsten. Und da ist dann noch einer gleich, den holen wir uns auch wieder, eine Aufklärungsdrohne. Und die ist auch sehr wichtig, denn somit sehen wir gleich, okay, da kommt einer. Und ich schieße hier schon, bevor er überhaupt da ist. Das wirkt jetzt ein bisschen Hacker-like. Liegt aber einfach nur daran, dass ich geschossen habe, weil ich im Verhältnis oben zum Radar quasi einfach berechnet habe, wann er eigentlich kommen müsste. Allerdings, wie gesagt, war da ein bisschen später dran. Und hier holen wir uns wieder ein und haben jetzt hier eine Predator noch zum Schluss. Die möchte allerdings irgendwie nicht so funktionieren. Das heißt, wir klappen nochmal zu, klappen nochmal auf. Und wir brauchen jetzt noch genau 2 Kills, beziehungsweise einen Kill. Und den machen wir hier. Und somit perfekt, letzter Kill. Weiß Bikini wurde befördert zum Master Sergeant. Master Sergeant, Super Sergeant, Sergeant Sergeant of the Sergeants Extreme oder so ähnlich. Wir sind immer noch Frischlinge. Stufe 19 seht ihr. Also wir sind wirklich noch nicht besonders weit gekommen. Aber wir sind immerhin zum Staff Sergeant 3 aufgestiegen, ja, ist das schon toll. Ja, Leute, und somit endet eine wirklich relativ coole erste Session wieder hier mit 34 zu 10. Ich muss sagen, der Weißbikini mit am zweiten Platz mit 14 zu 8 und 5 Assis. Ja, Assis hat es hier ganz schön viele geregnet. Alles klar. War eine richtig coole Runde, Leute. Ich hoffe, euch hat dieses Gameplay hier mal wieder ein bisschen gefallen und ist mal wieder ein bisschen was anderes, ich weiß. Back to the Roots im Prinzip. Von dem her, ja, ich bin unglaublich gespannt. Ich freue mich jetzt schon unglaublich auf das neue Call of Duty. Da wird es dann auch wahrscheinlich wieder öfters solche Videos geben. Mal schauen, inwiefern wir das dann machen. Vielleicht auch mehr Livestreams oder sowas. Muss ich mal schauen. In diesem Sinne, Leute, haut da rein. Ich bin für heute erstmal raus. Danke fürs Zuschauen. Lasst einen Kommentar da, wenn es euch gefallen hat. Einen Daumen nach oben. Und ansonsten, haut da rein. Tschaußen.